Herzlich willkommen zurück. Ja, von der Sommerpause oder was das auch immer war. Auf jeden Fall waren das irgendwie 3 Monate oder so. Eine wichtige, wichtige Pause. Die Fans, musste mal sein. Die Fans haben schon rumgejammert. Ja. Machen wir heute? Wir probieren. Abgelaufen, ne? Mochi mit der Durianfrucht. Mhm. Ja, das ist so eine, was ist denn das hier, so Klebereis-Variante, ne? Süß. Und die Dorianfrucht. Klebereiskuchen mit Durian-Geschmack, asiatische Süßwaren-Spezialität. Die, ja, die typischen Sachen. Die Durianfrucht ist die Kotzfrucht. Ja, ja, genau. Damit, ne? Achtung, enthält ein Tütchen mit Sauerstoffbindemittel, das nicht zum Verzehr geeignet ist. Naja, gut. Ich glaube, im Jahre 2023 ist das schon mal wichtig zu erwähnen. Ja, mach mal auf. Hä, das sieht aber nicht aus wie auf der Verpackung. Nee, überhaupt nicht. Was ist denn das? Guckt euch das an. Hä? Das ist doch nur die Durianfrucht oder was? Das ist ja, haben die mich, wollen die mich verarschen? Wo ist der Klebereis? Du wolltest jetzt auch unbedingt den Klebereis fressen, oder was? Ja, das ist wahrscheinlich das Leckerste an der ganzen Sache. Ja, klar. Na ja, wir werden mal probieren. Also, das ist schon mal wieder. Ich hab schon ganz richtig Angst gerade. Ich hab keine Lust mehr. Wo ist der Klebereis, ja? Gerade auf den Klebereis hab ich mich gefreut. Ja, das gibt es ja auch nicht. Wir können ja mal ein Video machen, wo wir nur Klebereis essen. Ja. Ich möchte gerne ohne deine Profils. Aber guck dir mal an, das ist doch bloß gepudert. Das ist gepudert, ja. Das ist nur gepudert. Ich möchte erneuert. Ah, toll. Du musst das nicht wegschmeißen. Kannst ruhig sagen, dass du das nicht willst. Ja, dann. Die haben echt den Klebereis vergessen. Ja, das ist doch gar nicht. Also, das ist natürlich die größte Verarschung hier. 0 Punkte, kein Klebereis bei. Nee, mal gucken. Ich kann doch nicht mal mehr reklamieren. Ja? Wieso? Naja, ist vorbei. Wann habe ich das gekauft? Letztes Jahr. Ach so. Na, dafür hältst du aber einen schön lange, wa? Ja, wie ist was da halt? Naja. Siehst du, Geschmacksverstärker, Emulgatoren etc. Also die Konsistenz gefällt mir ja schon mal, ja, nicht. Also ich finde es ja nicht schlecht, das hat irgendwas Gelee-mäßig, ja, so. Knete, wa? Na dann. Appetit. Ach doch! Ach, Tatsache, okay. Ist das ekelhaft. Ja? Ich hab da nicht aufgemessen. Also, ich weiß nicht, wer das lecker schmeckt. Wer das lecker findet. Gerade mal nur so ein bisschen abgebissen. Also das riecht nicht so, wie es schmeckt, ne? Das riecht total süßlich. Ich möchte da wohl nicht aufessen, noch. Hm. Hm. Naja. Also das hat so eine komische Konsistenz. Ja. Muss ja. Ja, also man. Umso länger man es kaut, umso ekelhafter wird es. Also da muss ich ja, da muss ja die Frucht den Klebereis übernommen haben, Stück für Stück, so wie das aussieht. Echt wirklich? Oder so wie der Harzer, der dann auch so wird. Ja. Der noch nachreift. Also der, das Schlimmste war nicht der erste Bissen, sondern der Kauprozess nach dem. Mhm. Auf immer war halt so ein beißendes, als wenn mir ein Hund in den Mund scheißt. Ich, pra quem não acreditava, minha cachorra fazendo cocô. Naja, ganz so schlimm ist es nicht. Und, Alter. Aber das ist schon unangenehm. Das ist schon irgendwie, hat schon was von. Ja, ne. Ist die Kroni. Welche halt so Gummibärchen, die Konsistenz auf jeden Fall? Das erinnert mich jetzt aber langsam so an das, was ich letztens gesehen habe. Du kennst doch diese komischen Pilze, die so stinken. Stinkmorcheln. Ja. Die aussehen wie ein Penis.
Ja. Und die sehen auch so ähnlich aus, wenn die ganz jung sind. So, so galatmäßig, ja, ein bisschen schlimmer wie Ditte, aber. Also, nicht zu empfehlen. Also, ich weiß nicht, was sich die Asiaten dabei gedacht haben. Ja, die hauen sich alles hinter. Das, ja. Also, wer den Rest haben möchte, der kann sich gerne melden. Aber also, es ist noch mit das Angenehmste aus der Reihe, wir essen weit. Ich übernehme sogar den Versand, ja. Hauptsache, ja, weg. Also, meldet euch. Oh. Ja. War jetzt nur nicht so schlimm wie der Stinkefisch da, der Suströming. Boah, Mundgulli, Junge. Boah. Was machen wir jetzt als nächstes? Wolltest du noch irgendjemanden grüßen? Na, schöne Grüße. Schmeckt nicht. Uwe, Grüße, Uwe. Uwe war auf jeden Fall dabei. Ich bin Thomas, ich bin auch dabei. Na, klare Sache. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Und ich bin auch dabei und ein paar geile Fotzen sind auch dabei. Wenn ich ganz ehrlich bin, Jasmin war auch dabei. Und der Uwe ist auch dabei. Das nächste Mal trinken wir auf jeden Fall wieder ein Bier nächste Woche. Lasst euch überraschen. Jetzt sag doch mal, was trinken wir denn? Mönchshof Maibock. Na gut, bald weg muss. Also, bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal wieder einschalten. Grüße gehen raus an den Sommer.